Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Genau richtig eingeschaltet. Sie sind bei der 10-Euro-Überraschungsshow. Das bedeutet, ganz viele Produkte und alle kosten nur 10 Euro. Wir wissen nicht, was kommt. Sie wissen nicht, was kommt. Aber Diana weiß, was kommt. Mhm. Und Monika weiß, was kommt. Das ist die Überraschung hier. Uns macht das tierisch viel Spaß, Anne. Yes. Sie das ist immer wie Weihnachten, wie so kleines Kind. Man erwartet ja, irgendwas Schönes. Ja, man sieht Schönes. Das ja auch an der Deko hier, ne? So, ich mach mal los. Du machst denn mal los. Denn wir wollen keine Zeit verschwenden. Dann machen wir mal los. Hallo. Guten Abend. Vielen Dank, Monika. Bitte schön. Danke dir. So, oh, was haben wir denn als erstes? Lasst uns über Müll reden. Lasst uns mal richtig über Müll reden. Schmodder, ja. Sagt man in Bremen. Schmodder. Schmodder mit M. Aber Schmodder ist ja auch eine Keimschleuder. Ne? Das, und hier haben wir einen ganz tollen Tischsensor, Hand- und Tisch. Mülleimer. Ein Designabfalleimer mit Handbewegungssensor. Und schauen Sie mal, hier ist dieser Sensor und der Deckel schließt und öffnet automatisch. Was bedeutet, wenn Sie jetzt hier einen Müll entsorgen, dann kommen Sie mit dem Mülleimer nicht in Berührung. Und das Stichwort Hygiene ist ein großes Thema. Kann ich mir auch schön vorstellen, zum Beispiel für einen Tisch. Ne? Wenn Sie da jetzt zum Beispiel frühstücken, dann zack, hier Teebeutel rein, Eierreste, für Eierschale rein. Super. Kann man alles perfekt reintun. Oder zum Beispiel auch so ein Kosmetikmülleimer fürs Badezimmer. Da passt eine ganze Menge rein, ne? Ja, diese Kosmetikmülleimer im Badezimmer, das kennen Sie. Die sind meistens so groß, wenn man da gegen, meistens mit so einem Klappmechanismus, dann tritt man da drauf, dann fliegt erstmal der Mülleimer durch die Gegend. Bis die Klappe aufgeht, dauert es ewig, es fällt alles raus. Hier ist das natürlich super elegant gelöst. Und was du sagtest mit dem Tisch, das kennt man normalerweise von schicken Hotels, wenn man so beim Frühstücksbuffet ist oder so. Da haben die auch immer diese Tischmülleimer, finde ich richtig klasse. Gerade weil man ja doch Eierschalen und sowas zwischendurch mal hat. Und dafür ist es natürlich ideal und sehr, sehr schick, finde ich den. Ja, oder zum Beispiel für Kaffeemaschine, diese Kapseln, ja, welche schon genutzt, können auch hier gehen. Das ist echt cool, sieht fantastisch aus, sehr stylisch. Und für 10 Euro haben wir Sensor, das ist nicht nur hübsche Mülleimer, ja. Mülleimer muss auch schön sein. Ja. Das ist auch über Ästhetik. Ästhetik muss und überall sein, genau, genau. Und dieser Mülleimer, ich finde, sehr cool. Ja, man muss ihn nicht anfassen, das ist schon Argument genug eigentlich, weil man hier eben nicht mit dem Müll in Verbindung kommt. Sie kennen das auch, diese Klappdinger, die diese Faltdinger oben haben. Da muss man mal gegendrücken und da sammelt sich immer aller möglicher Dreck. Hier kann sich nichts sammeln, weil sich automatisch aufgeht, ihnen genug Zeit gibt, da den Müll reinzutun. Das ist ein Design-Abfalleimer, dass man das mal sagt, ne? Design-Abfalleimer oder Design-Mülleimer hier. Den haben wir dieses Jahr, glaube ich, neu gehabt. Ne? Im Frühjahr haben wir den gehabt. Ist sofort sehr gut angekommen hier. Unser Design-Abfalleimer mit Handbewegungssensor. 2 Liter Inhalt. Also auch genügend eben. Ob in der Küche, am Schreibtisch steht hier auch, ist natürlich auch toll. Oder im Bad. Der Formscheine Design-Mülleimer findet dank seiner kompakten Form überall Platz. Wir schauen auf pearl.de und da sehen wir, dass der normalerweise 19 Euro kostet, knapp 19 Euro. Das ist schon ein Preishit. Heute bei uns, weil Sie in der 10-Euro-Show zusehen, bekommen Sie ihn für 10 Euro. Es ist auch kein Preisalarm, den können Sie mehrfach bestellen. Die Bestellnummer ist die NX41 84569 für unseren tollen Design-Mülleimer. Dass der schon wieder 10-Euro-Show ist, ne? Habe ich noch nie gesehen hier drin. Toll. Und es geht Schlag auf Schlag weiter mit dem nächsten Produkt. Lassen Sie sich mit uns überraschen, denn auch wir Moderatoren wissen nicht, was jedes Mal in den Boxen ist. Danke, Monika. Das ist für 10 Euro. Oh. Das Badezimmeruhr oder Wanduhr? Wow. Alles wie du willst. Die kannst du das an. Ist echt cool. Die hat ja diese Saugnäpfe. Wie viel Zeit brauchst du in Dusche? In der Dusche lange. Ja. Morgens im Badezimmer 10 Minuten, aber in der du Dusche. Du weißt abends nicht, aber wann hast du diese Uhr? Dann weißt du bitte Bescheid und genau wie viel brauchst du. Weil das ist echt cool. Und hier Temperatur kannst du auch sehen. Wow. Das ist eine Badezimmer-Funkwanduhr mit Thermometer und Saugnäpfen. Das heißt, sie ist also tatsächlich auch im Feuchtbereich anzubringen. Und durch die Saugnäpfe kann man die einfach an die Fliesen ranbatschen, ohne dass man Löcher bohren muss. Man kann die allerdings auch aufhängen oder hinstellen, wie Sie wollen. Aber das mit den Saugnäpfen finde ich toll. Und es ist
Und das ist der Hammer. Es ist eine Funkuhr. Das heißt, sie hat immer die richtige Zeit. Das heißt, Sommer-, Winterzeit oder eben morgens, wenn man duscht, dann will man ja schon wissen, wie spät es ist, dass man weiß, wann man raus muss, um noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Hast du nicht letztens das erzählt, dass du eine Funkuhr verschenkt hast? Ich habe eine Funkuhr verschenkt, ja. Was hat die gekostet? Oh, die hat, ich glaube, 20, 25 Euro. Und die Euro. War nicht fürs Badezimmer, ne? Das war eine ganz normale Uhr ohne Temperaturanzeige, ja, oder? Ja, ja. Die war, ja, also, weil es halt so praktisch ist, ne? Dass immer die richtige Uhrzeit ist, das ist dass man die Glas. Nachstellen muss. Und dass sie auch jetzt gerade am Wochenende diese Sommer-Winterzeit-Sache da, man weiß ja immer nicht vor, zurück und wann überhaupt, dass das man sich verpasst. Ja, ne? Die Handys stellen sich zwar automatisch um, aber gerade wenn du noch so eine schicke analoge Uhr irgendwo hängen hast, und das haben ganz viele, was natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat, ist es immer schade, weil dann vergisst du es mal umzustellen und hier siehst du mal auf einen Blick eben nicht nur die Uhrzeit, sondern auch die Temperatur. Und durch diese praktischen Magnet-Saugnäpfe hält das super bombenfest, ne? Und auch hier tolle Verarbeitung, ist eine Glasscheibe, man hat diesen gebürsteten Edelstahlrahmen, also das macht schon was her. Und gerade morgens im Badezimmer sollte man ja nicht rödeln, wenn man es eilig hat. Ne? Hast du eine Uhr im Badezimmer? Nein, aber ich brauche morgens, ich bin da echt typisch untypisch Frau, also das geht bei mir, Zähne putzen, Gesicht waschen, fertig. Echt? Echt. Und bei dir? 10 Minuten. Da, ich brauche schon eine halbe Stunde. Ich, ja, ich dusche mich ja abends immer, ne? Deswegen... Ah, ja, was soll ich aber dazu das ist sagen? Auf jeden Fall, das ist super. 14 Euro auch ein und du, Geschenk. Wie lange brauchst du morgens? Oh. Ich gehe duschen, Jim. Ich kann mit Unsere mir nehmen. Badezimmer, ja. Funkwanduhr mit Thermometer und Saugnäpfen hat die Bestellnummer NX8499569. Ich finde auch dieses Bahnhofsdesign toll, weil das kann man gut lesen. Es ist sehr klar und deutlich zu lesen. Auch für mich jetzt als Brillenträger ist es ja wichtig, weil in der Dusche habe ich selten eine Brille auf. NX8499569. Schnell müssen sie sein. Unsere ganzen 10 Euro und 5 Euro Shows verkaufen sich sehr schnell immer aus, Herr weil Richter, jetzt halt die Weihnachtszeit möchtest du mal ist. Buzzern? Soll ich mal buzzern? Jo, weiter. Hau rein. Juhu. Jetzt bin ich gespannt, was als oh, nächstes danke kommt. Oh, schön. Oh, es klappert. Ist es was Zerbrechliches? Kann sein. Danke dir, Monika. Danke, Monika. Es hat keine Luftlöcher, das ist immer wichtig. Oh, oh wie romantisch. Wie romantisch. Oh. Feierset, oder? Ja, war, hast du gedacht? Ein ja. Viererset. Was? Ein Ihr seid doch das verrückt. Das kann nicht sein, boah. Unglaublich, das Viererset LED-Stabkerzen mit silbernem oh. Kerzenständer, flackernde Flamme, also beides zusammen. Übrigens, ja? Wir haben über Badezimmer gesprochen, wann machst du Badezimmer und dann das sehr romantisch mit Kerzen in Bad nehmen, oder? Und dann brauchen wir diese LED-Kerzen, weil normale... Sie sind, das ist gefährlich einfach, oder? Es ist gefährlich. Dafür oh, ja. ist es natürlich toll als Ersatz für normale Kerzen, weil die absolut ungefährlich Wunderbar. Sind. Die kann man auch direkt unter den Vorhang stellen. Stellen Sie sich das mal vor. Oder es gibt ja auch viele Orte, da darf man keine Kerzen benutzen. Ich denke da an Kindergärten oder Seniorenheime. Da sind Kerzen nicht erlaubt. Hier, diese hier sehen super aus. Die haben auch diese Tropfnasen noch an der Seite. Ne? Hm. Also ich finde die wunderschön, gerade jetzt so für die Festzeit, ne? Weihnachten, da packt man ja auch ganz gerne mal Geschirr aus, das gute Silberbesteck und das Geschirr mit dem Goldrand. Und da kommen eben so besondere Sachen auf den Tisch, wie zum Beispiel auch hier unsere Stabkerzen. Und Stabkerzen haben immer was Edles und dann noch in Verbindung mit den Kronen, oder Kerzenleuchter, nicht Kronleuchter, die hängen an der Decke, die Kerzenleuchter, ist das eben schön. Und gerade so Kerzenleuchter, ich weiß nicht, ob ihr schon mal welche gekauft habt. Ich habe schon mal einen gekauft und die sind unfassbar teuer. Und hier hast du gleich die Kerzenständer plus die Kerze. Das ist Wahnsinn. Und das im Achterset, ne? Ja, und Viererset. Naja, aber nee, ich meine acht. Also vier Kerzenständer stimmt. und vier Kerzen macht das Achterset. Das stimmt. Das ist wie mit Viererset-Dosen. Da rechnest du mal den Deckel. Ja, mit diesem Deckel. Aber guck mal hier, du kannst diese Ständer auch für echte Kerzen nutzen. Aha. Ja, zum Beispiel. Auch jetzt diese Zeit. Weihnachtszeit und Sie vielleicht möchten auch ein bisschen romantisch, ein bisschen festlicher Dinner machen. Ja. Und natürlich dann besser Sie nutzen LED-Kerzen als echte, oder? Also ein Viererset LED-Stabkerzen mit dem silbernen Kerzenständer und flackernder Flamme. Ja, für Haustiere ist natürlich auch besser als eine richtige Kerze. NC 7785569.
für das Vierer-Set dieser LED-Stabkerzen. Seien Sie schnell, Sie müssen schnell sein, weil unsere Produkte gerade jetzt so in der Weihnachtszeit, wo die Leute auch Nikolausgeschenke kaufen, ja, wo sie eben tatsächlich die Adventskalender vielleicht füllen. Ein schwerer Und jetzt nichts. Boah, das hat sich gelohnt. Danke dir, Monika. Alle gut gemacht. Danke, Monika. Ja. Habt ihr gut gemacht, ihr beiden. Nein. Wir sind wie Timon und Pumba, unzertrennlich. Das ist doch 10 Euro. Das kann nicht sein. Was? Wir haben das für 4 Monate für 100 Euro verkauft oder so. Ich weiß nicht. Oder 80. Oder 40. Nein, aber es war sehr teuer. Wir schauen mal, bei Pearl.de kostet das normalerweise. Ich glaube, 20 Euro hat es gekostet. 100 hat es nicht gekostet. 4 Monate vor, okay. Wir sind ein sehr preisgünstiges Versandhaus. Wir schauen mal auf Pearl.de hier, haben wir es gesehen. Siehst du, 20 Euro hatte ich gesagt. UVP-Preis? UVP liegt bei 40. 40, ich habe gesagt. Da siehst du. Also es ist ein medizinisches 3-in-1 Infrarotthermometer für Ohr, Stirn und Luft. Das heißt, damit können Sie kontaktlos Ihre Körpertemperatur super messen. Super für Kinder. Mhm. Für Kinder kannst du es ins Ohr stecken. Wir brauchen jetzt einen Thermometer. Das Schöne ist, du hast super. Zwei Messmethoden. Mhm. Hier ist der Aufsatz fürs Ohr, was Diana gerade hat. Du hast aber dann auch noch die Kappe, die setzt du drauf und kannst es dann an der Stirn messen. Und du musst das gar nicht so lange reinhalten. Das ist wirklich nur innerhalb von, glaube ich, 0,36. Eine Sekunde. Innerhalb von einer Sekunde. Und gibt dir auch noch Fieberalarm durch Ton- und Farbsignal. Das hat ja so ein Ampelsystem dran. Genau. Da kann man also sehen, ob man Fieber hat oder nicht. Ich vergesse das auch immer. Oh, und du hast, glaube ich, sogar noch eine dritte Messmethode. Nämlich, wenn du vorne den Knopf und hinten den Knopf drückst, kannst du sogar Oberflächen messen. Wie zum Beispiel Babynahrung, Badewanne, Wasser. Das ist eine super Sache und das ist ein Medizinprodukt. Ja, gerade Babynahrung muss ja genau richtig temperiert sein. Mhm. Badet ihr gerne? Ja, aber ich habe keine Badewanne. Ich habe auch eine Badewanne, aber... Ja. Dann komm mal zu dir. Oder ich komme zu dir. Ja, vielleicht bist du zu mir. Unser medizinisches 3-in-1 Infrarotthermometer hat die Bestellnummer NX8194569. Ein Riesendeal, weil Sie wissen, wie das war als Kind, wenn man Fieber gemessen bekommen hat, in welche Körperöffnungen das überall rein musste. Das war unangenehm als Kind. Das war unangenehm. Das muss nicht sein. Hier einfach auf die Stirn oder ans Ohr. Und ich hatte zwar eine sehr glückliche Kindheit, aber daran möchte ich nicht zurückdenken. Es gab ja nichts anderes. Es gab nichts anderes, das war das Problem. Und dann hast du sie eben auch mal ins Poloch gesteckt. So also, ist das. Anne, du hast Poloch im Fernsehen gesagt. Liebe Zuschauer, Sie wissen doch alle, wo man die Fieberthermometer früher hingesteckt hat. Das ist heutzutage vollkommen unkompliziert, tut nicht weh, geht super schnell. Also und quecksilberfrei ist es auch noch. Ne? Und wenn Kinder schläfen, das ist auch geht sehr, sehr gut. Ja. Jetzt drücke ich mal sehen, ob ich auch einen Preis Alarm. Ich muss vielleicht zwei Hände nehmen. Das sind ja nicht die Glauben. Ich kann das nicht. Ihr könnt das viel besser mit dem Preisalarm. Das war Preisalarm leider nur einmal pro Besteller. Aber das kann sein, dass wir haben zwei Preisalarme. Also bitte, stimmt, hatten wir gestern bleiben auch, ne? Sie mit uns. Ha? Gestern hatten wir zwei Preisalarme also in einer Sendung. Vielleicht heute gibt es auch bleiben noch Sie einen dran. Preisalarm. Oh, die hatten wir auch neulich erst. Die sind super. Wow. Das sind diese 3D-Hologrammlampen. Ne? Das ist echt. Mit verschiedenen Farben. Das ist ein irrer Effekt. Das ist Glas und es wird von unten bestrahlt in verschiedenen Farben. Und da kriegen wir eben diese 3D-Optik. Das ist so eine unendliche Schlange. Und Diana, du drückst da ein wie paar viel Mal Farbe? Wie viele Farben? 7 Farben haben wir. Wir haben okay. Rot, Grün, Turkis. Blau, Gelb, Cyan, Pink und Weiß. Türkis auch, ja, dabei. Ich liebe Türkis. Sieht fantastisch Türkis aus. Türkis ist hier, glaube ich, Cyan genannt. Vielleicht. Cyan ist das neue Wort. Neues Deutsch. Altes Englisch, neues Deutsch. Aber das ist echt cool, zum Beispiel für Büro oder für Kinderzimmer auch kann sein, ja, weil das sieht sehr interessant aus. Und du kannst gucken, so viel lange Zeit und du kannst nicht verstehen, wie geht diesen Schlank, ja? Ja. Drehen ja. oder... Rein hier, ich verstehe gar nicht. Das ist etwas Beruhigendes, ne, wenn man ein bisschen nervös ist. Es ist der unendliche Knoten und ich finde, der hat auch so eine Herzform. Seht ihr das? Ja. Guck mal, du kriegst sogar eine Fernbedienung noch dazu.
Du kriegst die Lampe mit Fernbedienung, sehe ich gerade hier. Mit, da kannst du eben die Farben machen. Du kannst eben, es gibt auch diese Zufallsfunktion, dass eben die Farben automatisch durchwechseln. Und das ist, kannst du sowohl mit USB laden, also den Akku drin, kannst es aber auch mit Batterien betreiben. Das ist unglaublich schön hier, diese unendliche Schleife. Welche Farbe dein Lieblings? Wir machen jetzt. Meine Farbe, meine ja. Lieblingsfarbe. Pink? Nein, ich glaube grün. Weil? Grün. Ah, was für ein wunderschönes Grün. Wunderschön. Also es ist was ganz Tolles, auch ein schönes Geschenk mal für jemanden, der viel Stress hat, weil es ist auch so ein bisschen beruhigend, ne? Weil du versuchst, unbewusst mit deinen Augen diesen Knoten zu verfolgen. Wo endet der, wo fängt der an? Das ist dieser unendliche Knoten, der eben auch ein bisschen gegen gestresste Menschen ist und auch davon mal abgesehen eine wunderschöne Dekoration ist. Ein richtig tolles, eine richtig tolle Hologrammlampe hier mit Leuchtmotiv, unendliche Schleifen, mit 7 Farben und Fernbedienung. Es hat die Bestellnummer NX92 23 569. NX92 23 569 ist die Bestellnummer für unsere tolle Lampe hier. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, danke dir. Also wir haben tolle Produkte wieder, ne? Ja. Danke, Monika. Wow. Wer startet mit Männern, euch Herren oder Damen? Herren. Eine sprechende Herrenarmbanduhr mit Weckfunktion. Das ist ja toll. Hier. Hör mal, wer da die Uhrzeit kennt. Die sprechende Uhr sagt Ihnen auf Knopfdruck oder auf Wunsch zu jeder vollen Stunde, wie spät es ist. Das ist 20.70 Uhr Dienstag. Stimmt. Stimmt es das? Aber echt cool. Das ist diesen Retro-Style. Ich mag das jetzt. Das ist sehr, sehr im Trend. Ja, also, ja. Ich glaube, super. Wir haben heute also Partner-Look, also 2 Set für Damen und für Herren. Ich glaube, das ist super für 5 Euro. Sie können das Männer bestellen. Auch super Geschenk. Wow. Anzeige von Sekunde, Minute, Stunde, Wochentag und Datum. Es hat einen Wecker integriert, der weckt Sie mit sanfter Stimme, steht hier. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt so hinkriegen, schnell noch einzustellen. Aber das ist natürlich toll, diese Uhr, die toll aussieht mit diesem Retro-Look, wie du gesagt hast, ist voll im Moment. Und sie spricht mit Ihnen, sie sagt Ihnen die Uhrzeit. Richtig klasse. Ist auch eine preiswerte Alternative für ältere Mitmenschen, aber hast du die denn nicht die richtige mehr Uhr? So gut sehen können, siehst du? Was habe ich denn jetzt, Damen oder Herren? Das ist Herren. Und das ist Damen. Was verstehst du? Nein, weil die sehen wunderschön aus. Also das sind echt schicke Uhren. Das ist gerade jetzt wieder total angesagt. Ne? So dieses digitale Retro-Look. Ja. Also das ist echt was Tolles. Die sieht richtig schick aus. Für 10 Euro. Überlegen Sie mal, für 10 Euro so eine schicke Uhr. Und die sagt Ihnen sogar die Uhrzeit. Und hat einen Wecker noch mit drin. Eine sprechende Herrenarmbanduhr mit Weckfunktion. Die hat die Bestellnummer NC7190569. Jetzt haben wir die ganze Zeit von der Uhr gesprochen, die es auch für Damen gibt. Zeig mal die Damenuhr. Ja, jetzt können Sie Partnerlook machen. Das ist echt Trend jetzt mit diesem Retro-Style. Aha. Das ist sehr cool. Also hier für Damen auch. Zum Beispiel, Sie können für sich und für Ihre Partnerin kaufen. Sieht fantastisch aus. Man kann ja auch, die Damen können ja auch die Herrenvariante tragen, ne? Also das kann man ja auch so ein bisschen tauschen. Aber ich finde auch diesen Partnerlook sehr, sehr schön. Und ich meine, bei 10 Euro, ich glaube, da überlegt man nicht lange. Zumal die Zeitansage ist auch sehr praktisch für Menschen, die vielleicht nicht mehr so gute Augen haben, ne? Mit einer Sehschwäche. Ganz genau, das ist es ja. Du kannst hier also diese Uhr, sagt dir ja die Uhrzeit. Das heißt, du musst nicht das Display lesen, sondern drückst einfach auf den Knopf und dann sagt er dir sogar, welcher Wochentag ist. Also ganz, ganz, ganz super. Und hier schreibt übrigens Hans aus Linda, wir haben mit dem Produkt bei unseren Enkeln, Jungen von 10 und 12 Jahren, helle Begeisterung ausgelöst. In der Schule wurden sie bewundert und zu Hause gab es die ersten Tage nur noch dieses technische Spielzeug als Gesprächsthema. Nochmal? Was ist heute? Es ist 20.19 Uhr, Dienstag. Das ist unglaublich. Haben Sie es gehört? Also es ist wirklich klar und deutlich auf Deutsch, ne?
Richtig klasse. Super. Ich finde das eine tolle Sache, so eine Uhr, die spricht und auch noch so cool aussieht. Super Geschenk. Die Damenarmbanduhr hat die Bestellnummer NC7191569. Beide kosten 10 Euro. Ich sage nochmal, die Herrenuhr NC7190569 und die Damenuhr NC7191569. Also ran, das ist auch ein prima Geschenk, so für Nikolaus oder so einen selbstgebastelten Adventskalender kann ich mir vorstellen. Das ist ja klein und passt überall rein. Und ich habe die noch nie gesehen bei uns. Wusstest du, dass wir sowas haben? Ja, ich kenne die aus einer regulären Sendung. Aber da kostet die, glaube ich, das Doppelte. Also 10 Euro ist ein super Preis. Möchtest du noch mal? Ja, ich glaube, ich habe kein Glück mit Preisalarm. Das aber da haben wir viele tolle andere Sachen, die uns hier Monika viele bringt. Tolle andere Sachen. Viele, also da sind echt nur Highlights dabei heute, ne? Danke, Monika. Ja, aber so richtig. Das ist diese Stabanzünder. Ach, dieser Stabanzünder ist das, ne? Ach, das kommt jetzt wie gerufen, Kerzenzeit, ne? Kerzenzeit schreit jetzt, nach Feuerzeugen. Ja, für mich Winter und Weihnachten, das ist, du kannst nie genug Kerzen haben. Und natürlich, das muss immer ein Feuerzeug dabei sein, zum Beispiel draußen auch. Ich, zum Beispiel bei mir, das Kerzen stehen auf dem Balkon. Mhm. Und dann muss ich, brauche ich auch ein Feuerzeug. Und diese Fest, Habt ihr gesehen? Ja, red doch einen Satz weiter. Erzähl. Dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Aber Sie sehen, es qualmt noch. Dürfen wir nicht. Aber das ist echt cool für 10 Euro. Und Sie können das laden. Also das geht. Normalerweise, Sie kaufen ein Feuerzeug und das ist leer und Sie müssen das wegschmeißen. Hier, dieses Feuerzeug bleibt immer richtig. Und kostet nur 10 Euro. Das Besondere ist natürlich auch die Form. Ne? Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Gasherd hast oder so ein Windglas, wo ein Teelicht drin ist. Ja, man, so von oben. Ne? Genau, wenn ein Feuerzeug nicht reinkommt, hier kommst du eben schön dran. Es hat auch diese Aufhängevorrichtung, ne? Kannst es auch irgendwo hinhängen. Und Sie sehen auch, es ist besonders umweltfreundlich. Ne? Hier sieht man diesen Lichtbogen. Das heißt, es kann es immer wieder aufladen. Wie viele Zündungen hält denn das Feuerzeug durch? Irgendwo? Also es wird mit USB-Anschluss geladen. Das können Sie in jedes USB-Netzteil oder an Ihren Computer hängen. Und dann hält es 80 Zündungen durch. Ich finde das toll, dass wir hier überhaupt keine Verbrauchsmaterialien haben. Also kein Gas, kein Benzin, keine Feuersteine. Das hält ewig. Sie müssen es nur, wenn die 80 Zündungen vorbei sind, noch mal kurz in Strom reinstecken. Und dann haben Sie wieder 80 neue Zündungen. Dazu kommt, dass es noch super elegant ist. Es gibt ja diese Stabfeuerzeuge im Supermarkt aus Plastik. Und wenn die leer sind, dann schmeißt man sie weg. Das hier ist was richtig Tolles. Eben unser elektronisches Lichtbogen-Klappfeuerzeug mit USB-Anschluss mit 80 Zündungen. Sieht super aus hier in dieser gebürsteten Metalloptik hier. NX9614569. NX9614569 ist die Bestellung. Das ist dieser Lichtbogen. Ne? Ist unglaublich. Und der kann Kerzen entzünden. Und zum Beispiel für Menschen, die rauchen auf dem Balkon zum Beispiel, das auch, das kann Wind sein. Das, sie können auch nutzen. Allwetterfeuerzeug. Ne? Wir sehen das hier gerade. Das sind, glaube ich, unsere Mückenkerzen. Ne? Eine tolle Sache. Wenn Ihnen was gefällt, rufen Sie an. Es kostet nichts. Wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer und wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Wenn Sie über 150 Euro liegen, dann schenken wir Ihnen sogar die Versandkosten. Weiter. Wir machen weiter. Wow, ich sehe schon, auch für was 10 haben Euro. Wir hier. Oh, vielen Dank. Und guck mal, sie gibt das dir. Du bist doch die Putzfrau, Monika. Ich bin Putzer. Ich liebe Putzen, übrigens. Aber wenn das geht... Übrigens. Dann musst du mal, wenn du dann zum Baden kommst, dann kannst du auch... Ja, weil wann hast du super bequeme Geräte für Putzen. Ja. Wann macht das Spaß, wann... Machen Sie Musik an, dann geht das aber super. Das aber mit diesem Gerät, das ist echt... Es ist ein 3-in-1-Gerät. Du hast nämlich einen Bodenwischer, dann hast du den Wassertank schon mit integriert und du kannst den Bodenwischer auch ruckzuck zum Fensterputzer umfunktionieren. Und das hier so cool. Gibt es diesen Spray. Also das ist sehr, sehr einfach und sehr bequem. Einfach, du musst nicht immer mit diesem Eimer gehen, weißt du, alles wechseln. Hier geht sehr, sehr einfach, leicht. Guck mal, sehr leicht, mit einem Finger kann ich das tragen. Also das ist auch, weil normalerweise, wenn das ist etwas schwer, das, du musst auch ein bisschen Kraft nehmen. Und hier, guck mal, pschick, pschick, tschip, tschip. Sehen Sie? Toll.
Anne, du weißt, wir haben den immer in unseren Top 10 Haushaltssendungen. Mhm. Ne? Und jetzt ist er in einer 10-Euro-Show. Ist also auch sehr, sehr selten, dass wir den in einer 10-Euro-Show haben. Jetzt ist die Gelegenheit. Schenken Sie den bitte nicht als Weihnachtsgeschenk, sondern schenken Sie ihn einfach oder kaufen Sie ihn sich als Haushaltserleichterung. Sie können so viele Sachen machen, aber man schenkt keine Haushaltsgeräte zu Weihnachten. Hier können wir sogar unsere Kamera sauber machen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Unsere Kamera ist sehr schmutzig. Warte mal. Unsere Kamera ist sehr schmutzig. Mhm. Toll. Es ist eben an alles gedacht hier. Man kann Fenster putzen, man kann Boden wischen. Alles mit diesem Wasserbehälter, der da schon drin ist. Tun Sie ein bisschen Spülmittel rein oder Bodenmittel. Und dann kann auch Ihr Boden glänzen. Fertig. Ganz, ganz einfach. Ich finde das toll. Deswegen kannst du eben mal einfach in den Besenschrank stellen und musst nicht in den Keller tun und einen Eimer holen, wenn du irgendwas wischen willst. Eimer schleppen war gestern, steht hier auch. Einfach auspacken, montieren und losgehen. NX4171569, unser 2-in-1 Fenster- und Bodenwischer mit Sprühfunktion. Ich nehme das mit dem Geschenk übrigens zurück. Wenn Sie Kinder haben, die jetzt irgendwo studieren und ihre zum Wohnung sauber halten, ist das ideal so als Einweihungsgeschenk. Tolle Sache, unser 2-in-1 Fenster- und Bodenwischer mit der Bestellnummer NX4171569. Sehen Sie, so einfach geht das. Die Flasche mit Flüssigkeit befüllen. Und schon kann geputzt werden. Du hast es uns gezeigt, Diana. Das geht wirklich einfach, ne? Super. Das macht Spaß. Und für mich, putzen muss Spaß machen, weil dann kannst du das machen, weil wir müssen auf jeden Fall putzen. Wollt ihr noch mal versuchen, einen Preisalarm zu machen? Na, weil. Ich muss wissen, ob das da dran liegt. Wuhu! Aha, es klappt nicht immer. Vielleicht nicht. Ist Ihr Vorteil. Bei Preisalarm können Sie nämlich nur einmal bestellen. Danke, Monika. Oh, wie süß. Kleine Delfin. Das ist was Tolles. Habt ihr euch schon mal an einer geöffneten Büchse den Deckel geschnitten? Ja. Ich habe drei Narben. Du auch? Ja. Am letzten Samstag hier. Und bei mir hier, guck mal. Wir haben Lapskaus das aus der Dose Tuna. Gemacht. Thunfisch. Das Schöne ist, dass es ein automatischer Dosenöffner sieht aus wie ein Delfin. Aber das ist total praktisch. Man setzt es einfach noch auf die Dose drauf, ja, und dann fährt der um diesen Deckel herum. Ja, das sehen mal. Sie hier. Ja, und dann wird der Deckel nicht nur geöffnet, sondern er wird auch so, wie wir nennen das, der Deckel wird abgerundet, sodass du es wieder als Deckel nutzen kannst. Ja, das ist super, zum Beispiel für Tierfutter. Mhm. Ja, wann brauchst du eine Dose, zweimal brauchst du normalerweise und dann wann machst du auf, das stinkt so viel, mach mal. Hier, Sie können das schon wieder ausschließen, das ist super praktisch und natürlich für normale Essen auch. Und für 10 Euro, glaube ich, Sie können bis 5-mal bestellen und ich glaube, das ist auch ein guter Geschenk, oder? Ein super Geschenk. Ich würde mich freuen über sowas. Ja. Weil es ist wirklich unglaublich praktisch. Es sind keine scharfen Kanten mehr an den Dosen. Und Sie können sie wieder verschließen. Das ist also ein Patent, weil die von außen aufschneiden und nicht von innen. Und da Dosen, ist auch so ein Tuna. Dosen aufmachen. Kennt ihr das? Diese Fisch in Tomatensoße. Die haben auch meistens noch so einen Griff dran. Den zieht man diese auf. Diese kleine, und so. Ja. Beim letzten Schnapp macht es immer klack und man ist über und über voll mit Tomatensoße-Spreckeln. Das stimmt. Auf der Arbeit. Geht übrigens auch für Dosen, die diese Schnupsis, wie nennt man das denn? Schnupsi. Schnupsi. Fachwort ist Schnupsi. Welchschnupsi? Da geht das auch mit den Dosen mit den Schnupsis. Holzschnupsis? Welchschnupsis? Nein, diese Schnupsis. Na, diese kleinen Laschen. Dinge, ja. Laschen. 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 Ich fand Schnupsi charmant. Der Lasche oder die Lasche? Die Lasche. Die Lasche? Unser elektrischer Sicherheitsdosenöffner hat die Bestellnummer NC2930569. Und das war sie auch schon wieder, unsere 10-Euro-Show. Ich bin mir sicher, Sie haben was gefunden. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich haben will. Also, ran ans Telefon. Tschüss. Viel Spaß.